Wir sind ja die Fotoholics. Einige wird das vielleicht was sagen. Die stehen auf unserem Zettel, auf unserem Flyer drauf. Allen voran das Gleisforum, das uns hier die Räume zur Verfügung stellt. Und dann bedanke ich mich auch ganz herzlich bei unserem Musiker, der Thomas Schrauf, wird uns heute zwischen den kleinen Redebeiträgen, die wir vorbereitet haben, musikalisch begleiten und unterstützen. Das war unabhängig voneinander. Der eine war im April, die andere im September unterwegs und sie haben sich kennengelernt und erstmal sich auch total kennen bei Facebook. Genau, in einer Fotogruppe. Denn sie sind beide engagierte Fotografen. Und wenn man sich ihre Bilder anguckt, was wir ja gleich tun werden, dann stellt man fest, dass sie zwar sehr unterschiedliche Blickwinkel haben, aber die Objekte ihres Interesses sind eigentlich immer Menschen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier im Kleistforum bei einer ganz besonderen Ausstellungseröffnung zu sein. Zwei Mitglieder einer Fotogruppe, die sich Fotogolics nennt, Ricarda Heidemann. Die sozialdokumentarische Fotografie steht nämlich im Mittelpunkt der Fotokunst von beiden Fotografen, egal um welches Land es sich handelt. Diesmal bekommen die Frankfurter eine Möglichkeit, eine Auswahl ihrer in Israel aufgenommenen Bilder zu sehen und die ewige Stadt Jerusalem oder junge Stadt Tel Aviv und die dort lebenden Menschen für sich neu zu entdecken. Das ist schon, dass Frau Heidemann und Herr Grüter diesen Schritt gewagt haben, uns ihre Geschichten über Israel und Israelis auf diese Art zu erzählen. Ich bin der Überzeugung, dass diese Ausstellung ein guter Beleg dafür ist, wie sozial die Kunst ist oder besser zu sagen sein kann. Wir wissen, dass Kunst unabhängig von Sprache und Herkunft verbinden kann. Deshalb wünsche ich dieser Ausstellung viele Besucherinnen und Besucher und den Fotokünstlerinnen und Fotokünstler wünsche ich ganz viel Resonanz auf ihre Werke. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Treffen die drei großen Weltregionen aufeinander. Das hat Ricarda Heidemann besonders fasziniert. Begrüßt mit mir Ricarda Heidemann. Ja, also ich möchte mich einfach nur mal bedanken heute hier beim Kleistforum, dass es uns wieder die Möglichkeit gibt, hier auszustellen. Irgendwie fühlt man sich schon ein bisschen zu Hause. Und ein besonderer Dank geht an Ernst Wilhelm Grüter, weil er hatte die Idee mit einem Fotobuch und ich war davon noch total begeistert. Das war auch wirklich Zufall, dass wir wirklich im selben Jahr in Israel oder Jerusalem waren und ich fand die Idee toll und habe natürlich sofort zugesagt und das hat auch so prima geklappt, obwohl wir doch ziemlich weit auseinander wohnen. Er in Hamburg, ich hier in Frankfurt. Und daraufhin hat sie gedacht, ey, dann muss doch auch irgendwie eine Ausstellung möglich sein. Und ja,
heute hat es geklappt. Endlich, eigentlich so nach einem Jahr, über ein Jahr. Und dafür nochmal vielen Dank dir, lieber Ernst. Also war auch eine ganz tolle Zusammenarbeit. Ja, ansonsten, also Jerusalem war für mich persönlich was ganz Besonderes. Vielleicht sieht man es an den Fotos und begleitet mich eigentlich das ganze Jahr und eigentlich immer noch. Und ja, mehr möchte ich eigentlich so dazu nicht sagen. Es ist einfach so eine Stadt, wo ich bestimmt nochmal hinfahren will. Schon so tolle Menschen kennengelernt habe. Und ein toller Mensch davon ist eben auch Ricarda. Als Ricarda dann sagte, sag mal, den Katalog haben wir schon, wollen wir nicht eine Ausstellung machen? Da dachte ich, ja, genau, super. Ich bin im Rahmen einer Bildungsreise nach Israel gefahren. Ich weiß gar nicht genau, wieso, vielleicht hätte ich mich da allein gar nicht hingetraut. Aber es war, glaube ich, wohl auch so, dass ich dachte, eine Bildungsreise ist gut, das ist so ein Land mit so viel Geschichte, auch wenn das Land selber ja ein junges Land ist, aber so viel Geschichte. Und dann dachte ich, dann ist es vielleicht nicht schlecht, eine Bildungsreise zu machen, weil man da viele Möglichkeiten für viele Gespräche hat, für viele Informationen hat und man nicht da einfach hinfährt und denkt, das war es jetzt. Also von daher, Bildungsreise, super klasse. Frank, der uns hier so toll moderiert, das sind alles, ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier noch mehr, aber das sind die Fotoholics, die ich jetzt kennengelernt habe. Ich finde das super klasse, wie die uns bei der Ausstellung, bei dem Hängen der Bilder geholfen haben, wie die selbstverständlich da waren und gemeinsam das gemacht haben. Der Michael Schiff. Der Michael und jetzt muss ich mal gucken, ob ich Sachen zusammenkriege. Also, die Caro, Olaf, Dankeschön. Meine Bilder, ihr werdet sie sofort erkennen, besonders auf Zeichenpapier drucken, das ist ja kein Offset-Druck, ist ganz schön kompliziert. Von der Haptik her ähnlich wie die Zeitungsgravierung. Ich dachte, das ist ja so eine Art Straßenfotografie. Das ist ja eine Art, wo man von Augenblick im öffentlichen Leben, ja. Der Augenblick ist ganz schnell wieder vorbei. Aber okay. Dachte ich, das ist mit super. Aber Sie haben bei der Suppe gemacht. Er scheint es sofort. Wo ist Jerusalem und wo ist Tel Aviv? Sofort. Sind diese Gefühle, die haben in dieser Fotografie. Das ist oder eingestellte Bild. Sofort kann man. Oh, das ist ein I'm not afraid of the dark.
Freunden.